Hallo Leute und willkommen zurück zum Together Dragon Quest 1. Wie sein letzten Part habe ich ja die drei Items gesammelt, habe den hab den Rain Cloud Staff, die Sunstones, Sunlight Stones und den Token zu dem Priester gebracht, der uns daraus dann den Rainbow Drop gemacht hat und damit die Brücke zum Finale geöffnet. Und ja, wir tragen die beste Rüstung, wir haben das zweitbeste Schwert derzeit, das beste Schwert gibt es im Schloss selbst. Und ja, wir haben soweit alles erledigt, was wir erledigen können. Wir haben das beste Schwert, das zweitbeste Schwert, das beste Schild. Also, ja, wir sind gut eingedeckt mit Healing Herbs. Und wir haben auch die vollen 6 Magical Keys dabei. Also, es sollte eigentlich nicht schief gehen. Leveltechnisch mit Level 21 sind wir auch gut dabei. Wie gesagt, Max Level ist 30. Somit sollten wir eigentlich gut gewappnet sein im finalen Schloss. Wir haben auch alle Zauber, die möglich sind aktuell. Somit sollte das keine Probleme geben. Und ich bin mal sehr gespannt, was uns im finalen Schloss so erwarten wird. Eventuell, je nachdem wie es zeitlich passt, mache ich Dragon Quest auch in dieser Aufnahme fertig. Also, sprich, besiege den Dragon Lord. Je nachdem, sollte ich, wie gesagt, das Schwert bekommen, gehe ich natürlich erstmal raus und speichere das Ganze, damit wir uns das nicht nochmal holen müssen, für den Fall, dass wir sterben sollten. Denn der Dragon Lord, ich vermute mal, wird ziemlich krass. Ich habe selber im Drache gesehen, wie heftig der war. Der hat mir schon ziemlich eingeheizt. Und das war nur, um die Prinzessin zu retten. Der Dragon Lord selbst ist nochmal um einiges stärker. Ja, anyway, welcome to the castle of Dragon Lord. Ja. Ja, Eigenschaften der Magical Armor, oder besser der Armor of Roto, ist, dass wir über Fallen laufen können, oder über Gift, ohne Schaden zu nehmen. Denn dadurch macht uns dieses Blaue hier, was ihr hier seht, nichts mehr. So. Wie gesagt, ich werde versuchen, das Schloss ohne Guide zu spielen. Komplett ohne Guide. Und mal gucken, wie es wird. Na? Nein, wollte ich nicht. Gehen wir erstmal hier runter. Gucken, was hier so ist. Radiant. Ich werde auch alle Kämpfe, die wir jetzt haben, mitnehmen. Denn, ich möchte später mal rausgehen. Heilen und so weiter. Einfach damit wir, ja, wenn wir uns dem Dragon Lord entstellen, voll geheilt sind. Also besser gesagt, ja, zumindest das Schwert und alles abgespeichert haben. Da, was das angeht, also auf der sicheren Seite sind. Falls ich zum Dragon Lord komme, bekommt der natürlich auch einen eigenen Part, ist ja klar. Der Kampf und die Credits dann. So, da zum Thron will ich noch nicht, denn das sieht irgendwie wichtig aus. Wie sieht es HP-technisch aus? 163, okay. Brauche ich ja nicht zu heilen. Ah ja, die Armor of Roto heilt uns auch. Wenn wir herumlaufen. Somit also wie die Magical Armor. Nur eben dahingehend noch besser, dass wir eben auch ja, über solche Fallen, sag ich mal, laufen können, ohne Schaden zu nehmen. Und davon abgesehen, das ist natürlich auch die stärkste Rüstung im Spiel. Radiant, please. Gucken, ob hier irgendwas ist.
Mal 52, ach komm, die machen ja gar nichts an Schaden. Hier haben wir einfach random eine Fackel, aber scheint nichts zu sein. Okay, Sackgasse. Mäh. Ganze Raum, ganze Weg zurück. Aber wo müssen wir jetzt lang? Haben wir jetzt rechts und links festgestellt? Sackgasse. Aber einen Weg sind wir noch nicht gegangen. Nämlich zum Thron. Ja, mit diesem Random Encounter nicht werden, ne? Ja, Repel werfe ich, by the way, nicht an. Denn... ich habe eh vor, wie gesagt, wenn wir das Schwert haben, mich raus zu teleportieren und nochmal voll zu heilen. Das heißt, die Erfahrungspunkte, die wir jetzt noch sammeln, die nehme ich natürlich mit, sehr klar. Clean Massage all around, but didn't find anything. Okay, was haben wir hier? Clean Massage all around. You felt a breeze coming from the back of the throne. Okay, also muss da irgendwas hinten dran sein. Gucken wir nochmal hier. Clean Massage all around. What? You found a hidden staircase. Tada! Runter geht's. Und hoffentlich sind wir jetzt hier richtig. Radiant. Grafikbug in der Tür, yay. Okay, hier ist sonst nix. Master Wizard, verzieh dich. Danke. So, da oben war nix. Wie sieht's aus? 155, da muss ich nicht heilen. Und weg, du Master Wizard, danke. So. Wie gesagt, ich spiele das Schloss ja auch ohne Guide. Ich werde einfach alles erkunden. Und ja, schauen wir mal, was wird, ne? Oh, sehr gut, Level 22. Wunderbar. Da geht's weiter runter, okay. Ja, und hier ist sonst nichts mehr. Okay. Gehen wir eine Etage tiefer. Musik wird bedrohlicher. Das ist schön. Was haben wir hier? Hier außen. Zu viele Wege. Ja, wie gesagt, bevor ich weiter runtergehe, werde ich hier erstmal die Ebene komplett erkunden. Denn ich möchte ja nichts vergessen, ne? Vor allen Dingen möchte ich das Schwert nicht übersehen. Okay, hier ist nix. Oh, Kiss Dragon. Hehe. Lila Drache. Yay. Okay, da geht's runter. Will ich aber noch nicht, wie gesagt. Spell, Heal, sollte reichen. Haben wir jetzt? Ja, das reicht. Da will ich noch nicht lang. Sondern ich möchte erstmal hier die Ebene vollständig erkunden.
Und die Gegner hier machen nämlich schon ein bisschen Schaden. Aber gut, nichts Weltbewegendes. Also ich würde mal sagen, sollten wir dem Dragonlord begegnen, sind wir gut gewappnet. Falls wir ihn noch begegnen. Wovon ich mal ausgehe, dass wir ihn spätestens in der nächsten Episode dann begegnen werden. Ja. Was war das? Da irgendjemand Spell auf uns gecastet? Der Wizard hat wohl einen Stop-Spell auf uns gecastet. Mission ist da. Okay, was ist da? Was ist da unten? Kommen wir jedenfalls nicht hin. Oh, ja. Heilen brauche ich, wie gesagt, nicht. Aber Radiant müsste ich mal wieder casten. Danke. So, weil ich glaube, hier waren wir noch nicht. Okay, da führt offensichtlich kein Weg rein. Gut, dann müssen wir wohl weiter runter. Ich habe so eine Vermutung, dass da oben das Schwert liegt. Nur so eine Vermutung. Oh, so langsam wird es aber richtig bedrohlich hier. Okay, hier geht's weiter runter. Wir müssen auch aufpassen, die können den Schlafzauber. Oh ja, so langsam sollte ich mal heilen. Und wir sind Level 23. Cool. Wenn das so weitergeht, haben wir bis zum Dragonlord Level 30. Hilmore. Okay, hier geht's auch runter. Und da unten sind zwei Truhen. Die hätte ich doch ganz gerne, wenn ich ehrlich bin. So, da sind wir hergekommen. So, was haben wir denn hier? 501 Gold, die wir nicht mehr brauchen. Magical Herb brauchen wir auch nicht mehr. Na gut, Medical Herb verschwendet, weil you gave up on the Medical Herb. Tja, Medical Herb weg. So, wie kommen wir da rein? Wie kommen wir da rein? Da geht's weiter runter. Da geht's weiter runter. Und hier ist der Sackgasse. Okay, ich werde mich erstmal heilen. Nenn's übervorsichtig, da will ich erstmal noch nicht runter. Ich will erstmal gucken, wo geht's denn hier runter. Wir haben, wie gesagt, zwei Wege, die runtergehen. Okay, Sackgasse. Sackgasse FTW. Jupp, Sackgasse.
Also müssen wir zwangsläufig die andere Treppe nehmen. Ja, komm, du Kiss Dragon. Verzieh dich. Wo geht's denn hier lang? Okay, hier geht's wohl weiter runter. Da will ich aber noch nicht hin, denn es scheint dort richtig zu sein. Der richtige Weg zu sein, wenn wir zum Dragon Lord wollen. Das will ich aber erstmal noch nicht, denn, wie gesagt, ich will mich hier erstmal noch vollständig umgucken. Denn ich möchte ja nichts verpassen, ne? Und vor allen Dingen möchte ich gerne das Schwert mitnehmen. Deswegen, mal eben gucken, hier geht's hoch, okay. Und hier geht's runter. Ich möchte erstmal hochgehen. Einfach weil wir so in den abgesperrten Bereich kommen. Und ich möchte einfach wissen, was hier ist. Okay, hier geht's weiter hoch. Und was haben wir hier? Wir fahren das Sword of Roto! Yay! Geil! Das beste Schwert im Spiel! Equip! Sword of Roto! Zack, aber sowas von! So. Und Spell Outside. Das wollte ich holen. Unbedingt. Spell. Return. Und das wird jetzt auch erstmal prompt abgespeichert. Ja, das Flamesword können wir, denke ich, ablegen. Können wir verkaufen. Sell. Ja, Flamesword. Ja. Nope. Jetzt, wo wir Sword of Roto haben, brauchen wir nichts anderes mehr. Ja, möchte ich. Und ja, ich werde jetzt im Schloss noch ein paar Magical Keys besorgen, dann abspeichern, dann werde ich mich nochmal zum Schloss begeben. Zum Dragonlord Castle. Ja. Und werde dann, beziehungsweise ihr werdet es ja sehen, werden dann den Weg nochmal gehen. Und werde unmittelbar vom Dragonlord dann den Part beenden. Und, ja. Der nächste Part wird dann komplett dem Kampf gegen den Dragonlord gewidmet. Wir sollten eigentlich stark genug für ihn sein. Und, ja, mal schauen. Talk. Ja, bitte. Ah, vorher gerade mal eine Sache gucken. Ja, er nimmt auf. Das ist gut. Zack. Ja. Aber ich werde die doch erstmal aus Sicherheitsgründen cutten. Bis gleich.